So, wir machen auch direkt weiter. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gesehen habt. Bei der letzten Folge ist mir ein Missgeschick passiert, und zwar Stockmedien in diesem Tümpel irgendwie von zahlreichen Feinden umzingelt worden, und ich habe ihn da jämmerlich krepieren lassen, weil ich es nicht auf die Reihe bekommen habe, die Raiders frühzeitig auszuschalten, um mich dann um die Robos zu kümmern. Aber nun ja, ich wollte Dogmeat nicht sterben lassen. Es ist nun mal ein PC-Spiel, man darf es nicht vergessen. Deshalb habe ich einfach nochmal neu geladen. Und ja, wie ihr sehen könnt, er steht putzmunter vor uns und ist am Schnaufen. Und ja, ich habe mich entschlossen, ihn hier stehen zu lassen erstmal. Und ich hole dich später wieder ab, Dogmeat. Schau, mein Guter, du bleibst schön da sitzen. So. Schauen wir mal kurz auf unseren Pip-Boy, was die Weltkarte so hergibt. Ja, wie gesagt, hier oben das komische Gebäude kann ich nicht einnehmen. Habe ich weder die Ausrüstung für noch genügend Steampacks. Das sind jede Menge Raiders, und die schießen mit Raketenwerfern und so ein Zeugs. Das heißt, da werde ich mich erstmal fernhalten. Da hinten in der Walahei, irgendwo in der Landschaft, stand noch ein Container, habe ich gesehen, als ich vom Kraftwerk rüberkam. Ich muss mir überlegen, ob ich da schnell mal hinschaue, da hinten. Ich glaube, den sieht man schon von hier. Was habe ich überhaupt für eine Waffe? Die Pistole. Ja, ich habe keine Muni mehr. Ich glaube, die Munition für die Kampfflinte, die war leider alle. Bin gerade gar nicht so sicher. Da zu diesem komischen Container, da wollte ich eigentlich mal kurz hin. Bin dann und da vielleicht noch zu diesem komischen eingezäunten Bunker-Ding da, und dann gehe ich. Lo? Und dann gehe ich nach Norden. Nice. Oh oh. Hilfe! Wir werden von irgendwas angegriffen hier. Oh, das hasse ich, ey. Wie bei Gossigen, dann sind es immer gleich zwei der drei Blutfliegen in einer Gruppe, ey. Oh, überlastet, lol. Wegen dem Blutfliegenfleisch. Das ist sehr interessant. Kleidung. Na komm, diesen komischen Helm hier, den schmeißen wir jetzt einfach mal weg. Den muss ich nicht ständig dabei haben. Das ist der Helm von dieser komischen Ameisenmeisterin da gewesen. Das hat mich schon von weitem irgendwie angelockt. Entdeckung! Endlagerstätte. Ja, sieht aus wie Müllhalde hier. Boah, hoffentlich ist hier in dem Container was drin. Oh, bitte lass hier Munition sein. Oh, liegt ein Toter. Ödlanzine, der hat einen Medics. Mented, schmutziges Wasser, das nehmen wir auch mit. Stahlschutzanzug, nein. Problem ist, ich kann nicht mehr so viel tragen. Zwei Bier. Das lassen wir hier. Da haben wir auch Munition und eine Pistole. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Irgendwelche Notizen? Ich habe keine Ahnung mehr, was diese ganzen Dinger überhaupt, was die überhaupt bringen, diese Red X Teile da. Was ist das hier eigentlich? Fliegt jetzt mal auf meiner Liste. Ich hab keine Ahnung, was das ist. So. Gucken wir nochmal hinter dem Container, hier ist nichts mehr. Dort ist noch was. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zu diesem
Bunkerteile, vielleicht kann man da irgendwie rein oder so. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen Ausrüstung. Dogmeat, mein heißgeliebter Dogmeat. Naja, das war mir irgendwie, habe ich mich da nicht wohl gefühlt bei, dass ich Dogmeat habe sterben lassen und dann habe ich gedacht, komm, Bams. Wir laden einen Spielstand hervor. Hier geht's zum Büro. Mal gucken, was hier drin ist. Vielleicht ein Schiff. LOL. Wer seid ihr denn? Hallöchen. Boah, hier ist ja alles verseucht, ey. Ohne Mist. Eine Kronkorkenmine. Naja, wir nehmen sie mal mit, die kann man verkaufen. So, jetzt sind wir schon wieder belastet. Was werfe ich denn mal weg? Was hat denn viel Gewicht? Gucken wir mal bei den Waffen. Die Magnum nicht. Lösen wir das Problem erstmal so. Bei dem Baseballschläger machen wir das gleiche. Jetzt haben wir wieder 5 Gewichtspunkte mehr, die wir Lastpunkte, die wir tragen können. So. Das sieht auch ganz nice aus. Jetzt haben wir sogar 11 Punkte freigeschaufelt. Halt, das ist doch der Revolver. Wir wollten nur das Ding da haben. Hä? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Oder war das die eben nicht einmal? Ich bin total durcheinander. Egal. Wait. Spind ist leer. Spind ist leer. Das ist auch leer. Messer können wir nicht gebrauchen. Putzmittel kannst du in die Tonne treten. Leer, leer, leer. Truhe öffnen. Scotch und ein Wein können wir auch nicht wirklich gebrauchen. Gucken wir mal hier. Oh, Munition, sehr gerne. Pult kann ich wieder nicht bedienen. Safe. Was haben wir hier? Energiezellen, Kronkorken, eine Laserpistole, ich werd bekloppt. Die ist zwar auch nicht mehr so gut aufgeladen, ist auch, muss auch repariert werden, aber wenigstens etwas. Gewicht 3, die nehmen wir auf jeden Fall mit, weil ich habe noch Energiezellen. Okay, die Konsole ist im Eimer. Altmetall. Das nehmen wir uns mal mit, das können wir dem Typen Megaton City wieder verkaufen. Putzmittel, das lassen wir liegen. Jo, da hat sich der Besuch in dem Büro hier doch gelohnt. Gehen wir wieder nach draußen. Das hat sich aber jetzt echt mal gelohnt, ohne Mist. So, jetzt bin ich aber eigentlich komplett abseits des Weges. Ich wollte eigentlich, genau hier im mittleren Norden wollte ich. Diese Stelle ist ja markiert, hier können wir immer wieder hin zurück. Jetzt gucke ich nochmal. Da waren wir bei dem Container. Ich laufe jetzt noch einmal hier kurz das Gebiet ab. Und dann gehe ich wieder in den Norden zurück. Oh. Schon LKW der Armee, oder? Schade, ich dachte, hier gibt es vielleicht Munition. Sieht eher nach Altölfässer oder sowas aus. Darmbelastung hat sich erhöht. Ja, kein Wunder, dem Tümpel hier. Ich muss mal wieder so ein Dings da fressen. Die Medikamente nehmen gegen die Strahlung. So, jetzt bin ich wieder in der Nähe von dem Kraftwerk. Ich eigentlich gar nicht hin wollte. Deswegen laufe ich jetzt wieder darüber zu dieser Autobahn. Habe ich da gerade ein Dings gehört? Ah.
Lol, der Hund greift einen Skorpion an. Waffen. Geh weg. So, dann chillen wir uns mal wieder in diese Richtung, ne? Und zwar ganz weit in diese Richtung. Oh, ich sehe gerade, ich habe nicht mehr so viel Aufladung. Ja. Bin ich denn überhaupt noch richtig, wenn ich hin wollte? Ja doch, hier vorne bin ich glaube ich da richtig. Und diese komische Schranke, da liegt das Auto. Ich wollte da in die Richtung. Nord-nord-westliche Richtung, meine ich. So, hier vorne müsste jetzt gleich wieder diese Stelle kommen, wo dieses große Gebäude da steht, wo ich beschossen wurde. Links von mir müsste jetzt der Tümpel kommen. Was bist du denn? Hallöchen! Und das bringt uns wieder ein bisschen Erfahrungspunkte. Wenn noch nicht viel. So, da vorne ist das komische Gebäude da, wo ich jetzt erstmal nicht mehr reinlaufen werde, weil ja, bin ich jetzt hier festgebackt, weil die da mit Raketenwerfern und sonstiges schießen und ich einfach nicht dafür gerüstet bin. So, hier vorne ist der Tümpel, da steht unser Dogmeat, einsam und verlassen. Den lassen wir auch erstmal da zurück und laufen weiter nach Norden, im mittleren Norden. Da werde ich mal gucken, was es da noch so Hübsches gibt. Und dann, ich denke mal, nächste Woche oder übernächste Woche mal schauen, wie viel ich noch aufnehmen kann jetzt. Wie viele Parts ich noch schaffe in der Zeit. Dann mache ich vielleicht nächste Woche mich mal wieder auf nach Süden zu dieser Radiostation. Dass da endlich mal mit der Hauptstory weitergeht. Denn wir sind ja immer noch auf der Suche nach unserem Papa, der aus der Vault geflüchtet ist oder flüchten musste, was auch immer. Jetzt müssen wir mal rausfinden, was da los ist.